Mama Deng hat heute Geburtstag und wir sind eingeladen in Mainz-Gonsenheim in einem Thai-Vietnamesen-Restaurant. Die anderen Gäste sind schon da. Meine Tini hat mich schon entdeckt. Ich habe mir noch einen Parkplatz gesucht. Und jetzt gehe ich über die Straße und werde mich dazu gesellen. Ich bin zwar nämlich nicht pünktlich gekommen, aber wahrscheinlich doch noch nicht so spät. Das Essen ist noch nicht aufgetafelt. Aber die Gäste warten alle schon. Jetzt hole ich das Geburtstagskind mal ein bisschen ran mit dem Gummilinsenobjektiv. Die hübsche hier. Jim, 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 sieh. Ja, jetzt haben wir sie ganz groß im Bild. Unsere Mama Deng. Sieht eher aus wie die Tochter Deng. Wollen wir die andere Seite der Runde auch noch aufnehmen? Hier der leere Platz, das ist meiner in der Raucherecke. Ja, kann sich schon sehen lassen, das Hochzeitsgeschwader. Ach, Geburtstagsgeschwader meine ich. Noch jemand gekommen? Da sitzt der Rolf, das ist ihr lieber Mann. Der ist ganz nachdenklich heute. Aber er braucht sich keine Gedanken machen. Das Frauchen sieht noch lange noch nicht so alt aus, wie sie heute wird. Ich weiß es zwar gar nicht, wie viele Jahre, aber das werde ich vielleicht noch in Erfahrung bringen. So, nach mittlerweile einer halben Stunde wird langsam das Essen bestellt. Ich will mal fragen, ob denn schon alle Gäste da sind. Ich habe bis jetzt. Sind denn alle Gäste da jetzt? Sind alle schon da? Alle Gäste, da kommen noch welche. Ah, jetzt sind wir. Den Sipakon leer. Also, sie sagt, es kommen insgesamt 20 Leute. Fährt die Straßenbahn mitten über den Tisch hier. So, ja. Schon noch ein bisschen Platz bis zur Straßenbahn. Jetzt ist noch eine eingetroffen. Jetzt erstmal zum Geschenketisch. Noch jemand gekommen, der Thai spricht? Ja, und hier haben wir das Essen, was mitgebracht worden ist von zu Hause oder im Laden zubereitet. Das ist so eine Art Somdam mit Erdnüssen. Da haben wir jetzt drei Geburtstagskinder im Juli. Am 26. hatte sie Geburtstag. Und mein Prinzesschen hatte auch im Juli am 18. Die babbelt in einer Lautstärke hier. Was ist denn los? Naja, mein Spatzi hat schon ein großes Bier getrunken. Nein, nein, nein. Ist jetzt so laut hier.
Bevor nun das offizielle Essen eintrifft, gibt's als Vorspeise erstmal die selbst zubereiteten Dinge. Ja, Garnelen und so weiter und Sonntagssalat. Ihr seid ja dann schon satt, wenn das offizielle Essen kommt. Aha. Ich auch. Ich sehe schon verhungert aus, gell? Das Mädchen, was hier mitgekommen ist, das ist so alt wie die Kien. Hat mir die Kien gesagt. Was ich ja besonders interessant finde, ist, ich bin jetzt eine Stunde hier und das offizielle Essen ist, da sind vielleicht zwei Portionen eingetroffen, aber die sind schon kräftig am Essen alle hier, von den Mitgebrachten. Das ist eine ganz schöne Tafel hier. Hier in die Richtung, wir sind schon in der Straße, wo sich auch der Thai-Massage-Laden befindet. Von der Mae Dang. Ja, wir haben die Terrasse fast für uns alleine. Ah ja, das Geburtstagskind lässt ihren Liebsten alleine sitzen darüber. So, ja, der Rolf ganz alleine. Ganz einsam. Gut, ich sehe. Sei Kathi am Dorf, mei? Oh, mei auch leer. Mei auch leer. Ja, es ist schon lustig. Zwar jeder nur ein Bier getrunken, aber es ist schon ganz lustig hier. Kannst du kommen, Video machen? Noch ein Wasser, ja. Chini, Madosi. Also das ist Original Som Tam aus dem Islam. Das mein Spazi ist. Das ist das Essen Nummer 46. Die Kini-Essen ist jetzt gekommen. Nachdem ich jetzt fast oder schon gut anderthalb Stunden hier bin. 148. Ja. Ah, jetzt geht's aber Schlag auf Schlag her. Noch einmal. Jetzt tropft's ein bisschen, die Sonne scheint zwar noch. Oh, es sind nur drei Tropfelchen, die da runterkommen. Das macht nichts.
Jetzt geht's aber zur Sache hier. Schlag auf Schlag kommen die Enten angewackelt und die Hühner und die Schweine und die Kühe. Hello, how are you? Hello, I am Goro Kohanisha. Hi, doi doi. Das ist ja ein Teller hier. Für vier Personen, oder? Drei Personen, naja. Da wird es ein bisschen knapp für drei Personen, gell? Das nächste. Bin Puddy Mark. Was ist hier passiert? Da ist eine Wespe in die Cola geflogen. Nicht gelogen, geflogen. Geflogen. Oh, Wein am Bendai. Gehen. Erläume. Mein hübsches Töchterlein hier. เดี๋ยวสองแก้วพอนะคะ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 เดี๋ยวสองแก้วพอนะค
ไม่ใช่เทเลอร์นะไอ้แม่เข้าไปขอไอ้แม่หน่อยพี่โซวันนะเดี๋ยวนี้นะพี่วันพี่โซวันนะพี่โซวันนะไปบ้านมาจังสี่เถื่อนนี่เขาพี่โซฮะเจ้ากินน้ำกินท่าอิ่มเจ้าอ้วนเนาะเย็นเนาะอืมกินเปลี่ยนหายกิโลไหมเนาะเห็นน้องฟองเหรอมาเล็กตัวนี้ก็เออน้องฟองนี่ก่อนนะเย็นเนาะDas ist jetzt meine süß-saure Ente, die hier angewatschelt gekommen ist. Die werde ich jetzt erstmal essen, bevor ich weiter filme. So, es ist jetzt 8:45. Es dämmert schon langsam. Versteht sie nicht, das weiß sie nicht, was dämmern heißt. Ja, ein bisschen müde. Bisschen müde, noch Kaffee. Ja, genau. Ein bisschen Kaffee, dann geht das schon. Und noch bei dir noch Kaffee. Ich kann die Koi nach Fett machen. Nein, jetzt esst Kaffee. Ich kann die Koi nicht bei. Jetzt geht's los hier. Nun, ka chum, ka chum, ay! Nun,
โถเจ้าแม่เจ้าแม่ไม้แล้วเสียงดังกว่าเพื่อนเลยถ้าถ่ายวิดีโอแค่อย่างนี้เลยอัดแล้วสักเพจแล้วไปถ่ายวิดีโอนะ Aber das Geburtstagslied habe ich natürlich verpasst vorhin, da war ich gerade. Mein Entenbratengeschäft. Sexy Frau, na? Ja. Ich bin der Mensch, der Teil war, weil ich war, ich war, ich war, พี่ก็บอกว่าก็สู้ตายพอกล้องพันติดมาแล้วก็เป็นถ่ายอะไรเลยเพราะว่าก็ถ่ายช่วงอยู่ตายที่ไหนเดี๋ยวแบบนี้โทษนะคะพี่น้องแก้จะกลับแล้วเห็นไหมพี่น้องแก้จะกลับโทษนะคะเยอะไงงานได้งานมาดามนะป้าปี๋เยอะว่างานก่อสร้างซินิปาสเตลเยี่ยมเพชรคนมาดาม doch eine Essbaustelle ist das ja. Sie hat gerade gesagt, jetzt, sie mag keine Phalanx, die Thai sprechen. Da habe ich gesagt, ich bin ja ein halber Thai. Ja. ขอบคุณครับคนนี้สวยอย่าไปถือมันจะสนุกมันไม่ได้ไหนกับแม่เลยนี่สวยนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะวันนี้ออกไลน์ก็ฉีกออกไปแล้วแกพูดได้แกพูดได้แกพูดได้แกพูด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 ช้างช้างช้างช้างมีหูมีหูใหญ่หรือเปล่าช้างช้างงานก็ตัวไม่ยาวจมูกเบายาวแหน่งหางเขาแข็งเขาง่วงแต่ไม่ได้ยาวยาวเขาเรียกว่าง่วงมีหูมีตาหางยาวแล้วเรียกใจง่วงเขาเรียกว่าไงใจไอ้ร้องเก่งไหมเป้าพระเล่นลมชื่นชมกระชับกระเช็กได้ไปใส่หน้านิดนิดปากเป้าตัวนิดน้องจำไม่ได้จำไม่เพ่งแน่เพ่งแน่ละJetzt fehlt die Karaoke-Maschine. Es kommt noch ein Kaffee zur Verdauung.Ich hab gesagt, du sollst nicht schreien. Happy Birthday to you.Ja, jetzt ist es so laut, jetzt brauche ich gar nichts mehr dazu zu sagen hier. Das ist jetzt... Noch ein Kaffee, ganz am Ende, ja. Ja, genau. Das ist meine...ว่าเล่นก้าวไปตายไปใหม่แล้วเอาแมงคาเฟ่หวานหวานเนอะไปยุ่งกันตายมันได้หมดจ้ะความหวานเนี่ยเป็นแมวแมวอินเดียวสั่งน้ำคนนี้มันยกน้ำมาให้อีกความหวานเขาใช้คุ้มใจสุดๆเลยพี่เนี่ยเสียไม่พัสเซ่โอ้ยแต่ยังไม่ถึงขายต่อไม่ถึงMein Frauchen hat jetzt noch einen oberwichtigen Termin, deswegen müssen wir uns jetzt um 9 Uhr verabschieden. Ja.
Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss, tschüss. Jetzt schon. Warum? So, unsere Straßenbahn ist schon bereits weg. Doch mit dem Obischen fahren. War ein Scherz. So, das war's. Jetzt geht's nach Hause.